So, willkommen zurück zu Let's Play Hitman Silent Assassin. Wir müssen jetzt einen Kultführer umbringen. Und das machen wir jetzt ganz cool. In der Hoffnung, dass wir jetzt an dem hier nicht scheitern. Wir dürfen nämlich nicht gesehen werden. So, wir sind durch. Ja. Kann man auch direkt hier hochrennen. Und uns unsere erste Verkleidung für diese Mission holen. Unsere Zielperson ist nämlich innerhalb dieses Gebäudes da. So, ich hoffe, der hört mich. Ne, der hört mich nicht. So, damit hätten wir unsere erste Verkleidung. Und wir brauchen aber gleich direkt die nächste. Die finden wir dann da drin. La la la. Lass mich in Ruhe. Es ist auch so verdächtig, wenn irgendwo einer lang rennt. Ja, so verdächtig. Wow, was war das? Eine Nurse. Zu Deutsch Krankenschwester. So, wir müssen jetzt in einen bestimmten Raum gleich rein. Jetzt mal kurz überlegen. Oh, weg, 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 weg. Ja, ich laufe richtig. Wieso steht diese Wache hier? Ah, Gott sei Dank, sie geht weg. Ah, jetzt ist die Krankenschwester gerade so an den Platz gegangen. Ah, ich war ein Ticken zu langsam. Wieso rennst du mir jetzt hinterher? Er willst du sterben? Diese Wache gehört da nicht hin. Ja, hier läuft gerade so einiges anders. Ah, toll, jetzt geht die da weg. Versuchen wir mal da reinzukommen. Na! Was willst du? Geh woanders spielen. Mann. Was hast du? Ah, ich darf hier oben nicht hin, dann gehe ich eben wieder runter.
Toll! Toll, 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 toll. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Aber du darfst da stehen. Du sollst da stehen bleiben. Boah, lasst mich doch alle in Ruhe. Geht doch alle sterben. So. So. Hier speichern wir nochmal ab. So, weg geht die blöde Schwester. Und wir gehen jetzt schnell mal da rein. Man könnte auch oben rum übers Dach, aber dann kriegt man gehörig Fallschaden. So, und was man auf jeden Fall braucht, ist hier alles in der Kiste drin. Die müssen wir komplett leer machen. So, dann verkleiden wir uns jetzt als Arzt. Als Anästhesist. Das ist, glaube ich, der, der sich mit den Betäubungsmitteln auskennt. Der Anästhesist, ja. So, und da ich ein etwas ungeduldiger Mensch bin bei diesem Spiel, wird hier nochmal gespeichert. Kommt die Nurse schon zurück? Nein. Schauen wir mal nach. Ja. So, rennen wir mal ein Stück. Na, Mr. 47 als Arzt. So, ich glaube, den können wir einfach so vorbeirennen. Und jetzt achtet mal bitte auf den Aufzug. Ja, achtet auf den Aufzug. Ich rufe ihn. Wir sind hier im zweiten Stock. Da steht schon eine 2. Das heißt, er müsste schon hier sein. Cool, was? So, jetzt achtet mal. Jetzt fahren wir in den Basement, also quasi in den Keller. Also wäre das quasi. Wir bleiben aber auf der 2. Wir bleiben 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 auf der 2. Bleiben auf der 2. Bleiben auf der 2. Und zu dem Keller. Okay, jetzt leckt's gerade. Wow, 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 wow. Weg. Ich muss aber da lang. Ich brauche das Skalpell. So, 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 so. Jupp. Rennen wir mal durch. So, wir haben das Skalpell eingesteckt. Oh, was leckt das denn hier so? Oh, ich muss mal eben kurz gucken, was los ist. So, ich habe keine Ahnung, was es war. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall das Schloss mal eben aufbrechen. So, das Nachtsichtgerät legen wir schon mal an. So, hier speichere ich mal kurz für euch ab. Ich will euch nämlich nachher zeigen, wie Mr. 47 den Kultleader. Sehe ich erstmal nichts mehr. So, jetzt haben wir nämlich den Strom ausgeschaltet. Wenn wir jetzt das Nachtsichtgerät ablegen, sind wir total blind. Hier bricht totale Panik aus. Ihr seht auch hier, wie die zusammenzucken. Ah! Ich habe keine Ahnung, wo der Kultleader drin ist überhaupt. Ist er hier dran? Ja, hier liegt er. Gut. Skalpell. So, ihr seht das jetzt nicht, aber ich lade das nachher nochmal rein und dann seht ihr das. So, das hätten wir. Hier wieder rein.
Und Strom wieder an. So.